Zeit für ein Duell. Ja, und jetzt kommen wir wieder klar. Dankeschön, dass du da bist. Wir spielen heute wieder Runde Yolo. Und zwar machen wir heute wieder die Duell-Herausforderung spielen. Und zwar machen wir heute die Duell-Herausforderung UUACV spielen. Und zwar machen wir heute gegen Gong Strong spielen. Gong Strong kann alle Karten nutzen, die er im Spiel freigeschaltet hat. Das heißt, er darf alle Fallenkarten spielen, alle Zauberkarten spielen, alle Fusionsmonster spielen und alle Panelmonster spielen. Da starten wir auch gleich rein. Wir benutzen natürlich unser Kartendeck. Dann schauen wir mal an, was Gong für Karten einfach bekommt und was wir für schöne Karten haben. Aber vorher müssen wir was auswählen. Was wollen wir nehmen? Wir nehmen mal Schwadi Stein. Ach, gewinnen sogar. Perfekt. Super. Dann können wir als erstes anfangen. Let's go, würde ich sagen. Mal schauen wir einfach, ja, was wir schöne Karten bekommen. Und los geht's einfach. So, was haben wir denn Schönes? Okay, wir haben Menschenfresser, den kinetischen Daten, Jinzu, den goldenen Apfel und Krug der Gier. Gut, dann setzen wir einmal Krug der Gier und den goldenen Apfel. So, okay. Dann würde ich sagen, setzen wir einmal, ja, das sind Fallenkarten. Setzen wir einmal meine kinetischen Daten in Verteidigungsposition. Und beenden dann zu Knochen, was Gong jetzt macht hier. Was er für Karten einfach legt. Und, was machst du? Okay, Schwertkämpfer. Okay, wir können einmal Krug der Gier machen. Sehr schön. Können eine Karte ziehen. Auch nochmal Krug der Gier. Okay, kriegt 800 Schaden. Er hat einen Effekt. Okay, was für ein Effekt ist das? Okay, er kann unsere die Karten immer runtersetzen. Komplett auf 0. Ah ja, sehr interessant. Gut, wir haben nochmal Krug der Gier und nochmal den goldenen Apfel bekommen. Das ist gar nicht verkehrt. Das machen wir einfach mal. Und jetzt nochmal einen Menschenfresser. Den können wir nochmal legen. Wir können da trotzdem die Karte, die kritischen Daten, in Verteidigungsposition lassen. Da kriegen wir auch keinen Schaden. Und binden einfach einen Zug einfach. So, Gong. Ha, hast du schon mal 8 Schaden bekommen? Und was machst du jetzt? Okay. Die Karte packst du in Verteidigungsposition. Dann können wir wieder eine neue Karte einfach ziehen. Magischen Armschild. Okay. Geil. Mystischen Raumtyphon. Sehr gut. Können wir aktivieren einfach. Und seine Karte oben erstmal zerstören. Brauchst du nicht mehr. So, okay. Was wäre denn das gewesen? Zwillingsschwert. Ah ja. Eine Zauberkarte. Gut. Okay. Können wir die Karte irgendwie zerstören? Ja. Irgendwie können wir das doch bestimmt machen. Was machen wir jetzt? Ich würde nur sagen, wir flippen einfach mal unseren Menschenfresser, zerstören die Karte, weil die hat ja einen Effekt einfach. Die können wir zerstören. Holen uns dann entsprechend Jinzu. Opfern dann. Ja, wollen wir den kinetischen Daten opfern? Ja, komm, den opfern wir einfach mal. Dann können wir gleich mit Menschenfresser auch noch mal einmal angreifen. So kann er jetzt keine Fallenkarten aktivieren. Wir können aber auch keine Fallenkarten aktivieren, aber es ist nicht so schlimm. Da können wir aber einmal angreifen erstmal. So, auf die Karte. Kam hier. Oh, können wir nicht zerstören. Okay. Wenn die Karte normal oder spezial beschwört wird, du kannst die Kampfposition ändern. Kann nicht durch Kampf zerstört werden. Ah ja, okay. Ah ja, gut. Kann nicht durch Kampf zerstört werden. Also müssen wir uns überlegen, wie wir die Karte jetzt hier ihm die auf die Hand packen können oder zerstören können. Hier so ein Samurai-Waage. Okay. Ach, da ist die Karte wieder. Okay. Und was machst du? Okay. Geht erstmal 2400 Schaden. Okay, Jinzu ist jetzt auf 0. Wir haben den Karatehund bekommen. Ja gut, können wir den Karatehund, Karatehund. Wir gehen mal mit Jinzu in Verteidigungsposition. Er hat aber 2400 Schaden bekommen. Warum er sich selbst da verletzt hat, das weiß er wahrscheinlich selber nicht. Gut, was machen wir jetzt? Mit Karatehund könnten wir spielen. Was hat denn die Waage? 800. Ja, ist in Ordnung. Die können wir angreifen. Und geben ihnen erstmal 1000 Schaden. Nochmal. Gut, wird die Karte runtergesetzt. Ach, die Karte kann immer durch, auch wenn wir andere Karten angreifen, diesen Effekt aktivieren. Ah, sehr interessant. Gut, es ist Karatehund zwar auf 0, aber ist nicht so schlimm. Selbst wenn wir die beiden Karten verlieren, haben wir immer die beiden goldenen Äpfel einfach. Da ist wieder so einer. Okay. Da kriegen wir 1000 Schaden. Ja, ist kein Problem. Kette. Okay, und? Jinzu? Ja, ist in Ordnung. Hat er sowieso keine ATK oder Verteidigungsposition. Okay, einmal pro Spiel zu werden. Standby kann eine Karte von Hand. Ah ja, okay, ist in Ordnung. Wir haben Flip-Pinguin.
Das ist doch in Ordnung. Können wir mal legen. Und dann im Zug. Okay, du kannst eine Karte ins Deck mischen. Ah ja, eine ziehen ins Deck mischen. Dort. Ah ja, okay. Was bringt das? Achso, du kannst eine ziehen und eine... Ah ja. Ja. Opfer die beiden Karten. Okay, was kommt nach raus? Super starke Samurai, großer Wendigkeit. Ah ja. Aber wir haben Flip-Effekt. Flip-Pinguin. Können wir den Effekt einfach nutzen und seine Karte und die andere Karte einfach wieder ins Deck packen oder in die Hand packen? Tja. Oh, er hat Friedensrute. Ja, gut. Kennen wir ja. Die haben wir ja auch. Dann schauen wir erstmal, was wir bekommen. Und wir haben auch Friedensbote bekommen. Ja, gut. Friedensbote können wir ja mal legen. Also verdeckt setzen einfach. Und Bändnerzug. Er kann ja auch nicht angreifen mit unserem 1500 oder mehr ATK. Ah, hast du das dir gut überlegt, Gong? Jetzt zahlst du mal 100 Lebenspunkte dafür. Okay, der 1000, ne? Er kann angreifen. Wollen wir jetzt einen goldenen Apfel aktivieren? Ach, die sagen nein. Hat aber diesen komischen, super starken Samurai-Spettkämpfer. Aber wir haben magische Zylinder. Das ist doch in Ordnung. Das können wir doch überlegen. Ach, magischen Armschild legen wir einfach auf den Wald. Und beenden nur dazu. So, Gong. Und du bist wieder dran. Wir haben zwar keine Monster, hast freie Bahn, kannst angreifen, aber wir werfen deinen Angriff wieder zurück. Das weißt du noch nicht. Tödliches Begräbnis. Okay. Du hast zwei Monster. Du willst angreifen. Sehr schön. Dann können wir doch magischen Armschild nutzen. Nee. Ach, geht ja nur auf, wenn man ein Monster angreift, ne? Ja, gut. Dann würde ich sagen, aktivieren wir einfach mal magischen Zylinder. Kriegst 1000 Schaden erstmal. Oh, okay. Kann wahrscheinlich geblockt werden. Ja, in Ordnung. Gut. Dann, ja, würde ich sagen, aktivieren wir mal goldenen Apfel. Kriegen wir erstmal 1000 Lebenspunkte wieder zurück. Sagen kurz nein. Und auch meine Punkte im gleichen Wert. Ist in Ordnung. Okay. So, jetzt sind wir wieder dran. Was kriegen wir? Ah, nächtlichen Strahl. Ja, den können wir aktivieren. Und zerstören mal eine Karte von ihm. So, pack das weg damit. Okay. Können wir vielleicht, was hätten wir noch? Friedensboot hätten wir noch. Ja. Wollen wir einmal angreifen und gucken, was das für eine Karte ist? Nee, wir beenden unseren Zug einfach. Wir können gleich magischen Armschild einfach benutzen und seine Karte selber zerstören lassen. So, er kann, wirft ja eine Karte ab und zieht wieder eine Karte. Zahlt wieder 100 Lebenspunkte. Okay. Ja, nehmen wir magischen Armschild. So, zack, holen wir uns die andere Karte wieder. Zack. Und kriegst 1000 Punkte. Und deine Karte ist auf 0 gesetzt worden. Ah, siehste. Ist ja selber Effekt. Und dich auch gelandet hier. Wir haben Flammipachi. Okay. Flammipachi nehmen wir einfach mal. Mit 1850. Und wir können doch diesen blauen hier. Was ist denn hier? Super starker Samurai, blauer Streiker. Den können wir doch angreifen. Können wir nicht angreifen? Ach, wie können wir Flammipachi gar nicht angreifen? Ja, stimmt. Hat ja mehr als 1500 ATK. Aber wie können wir ja Tuk angreifen? Und können trotzdem 1000 Schaden geben. Weil der Streiker hat jetzt 0 Verteidigung und 0 Angriff. Zwar sind wir jetzt auf 0, aber ist gar kein Problem. Ach komm, das ist gar kein Problem. Wir müssen schauen, dass wir irgendwie Friedensboote irgendwie von ihm wegkriegen. Weil er kann ja nur mit diesen Roten angreifen. Er zahlt 400. Okay, da hat er wieder ein 4-Sterne-Monster. 800. Okay, was kommt jetzt? Wir müssen mal schauen. Wir kriegen 1000, ja. Da geht er sowieso auf 0. Ist gar kein Problem. Und 1050 hat er jetzt bekommen. Schaden. Und? Okay. Du willst ihn nicht angreifen. Okay. Wir haben Flip-Pinguin. Jetzt müssen wir schauen. Was machen wir jetzt? Ich würde mal sagen, wir setzen mal Flip-Pinguin. Und setzen mal Flammipachi in Verteidigungsposition. Er hat jetzt 350 Lebenspunkte nur noch. Er wird wahrscheinlich jetzt gleich Friedensbote gleich wegmachen. Dann könnten wir auch Friedensbote spielen. Aber wir haben ja durch Flip-Pinguin, können wir erstmal auch seine zwei Karten von ihm in die Hand setzen. Mal gucken erstmal, was er macht. Er zahlt wieder 100. Okay. Er geht nur in die Verteidigungsposition. Okay. Das ist interessant.
Okay, jetzt müssen wir schauen. Was machen wir jetzt? Was könnten wir denn machen? Wir könnten Axträuber spielen. Ja, und was machen wir denn? Wir könnten aber auch Flipping. Wir könnten jetzt Flipping flippen. Aber er hat keine Karte im Angriff. Das ist schade. Und den blauen Streik können wir ja im Kampf nicht zerstören. Ja, es ist die Frage nur, was machen wir jetzt? Ich spiele einfach mal Axträuber in Angriff. Bei 2700. Wir können auch nicht angreifen durch diese Friedensbrute. Aber er wird wahrscheinlich gleich auf Axträuber selber angreifen wollen. Und da er nur 52 Lebenspunkte hat, wird er wahrscheinlich dann verlieren. Wir wenden uns einfach mal. Mal gucken, was Gong jetzt macht. Hier einfach. Und? Was machst du? Zahlst nochmal 100? Oha, jetzt wird's aber... Oh, Rakiki. Okay. Das war nicht schlecht. Das war unerwartet. Oh, wir haben Eisenschrott-Vogelscheuche. Die können wir mal legen. Und wenden einen Zug einfach. Dann wird er jetzt wahrscheinlich Friedensboote abwerfen. Dass er auch einfach mal angreifen kann. Und? Zahlst du mal 100? Zahlst doch mal 100. Okay, und du beendest wieder deinen Zug. Ja, komm. Verräter Schwerter. Du kannst dann auch nicht angreifen, ne? Ja, machen wir einfach mal. Kann er auch 3 Runden lang nicht angreifen. Und wir beenden den Zug. Mal gucken, zahlt jetzt Gong noch mal 100 Lebenspunkte für Friedenspunkte? Und opfert sich selber? Oder wirft er die ab jetzt? Er wirft sie ab. Okay. Was ist das gewesen? Nein, unser goldener Apfel. Mist. Das wäre unsere Rettung gewesen. Ah, schade. Na gut, wir haben Spielkraft. Ja gut, spielen wir nochmal Spielkraft. Gut, er hat nur 15 Lebenspunkte. Wir müssen irgendwie ein Monster bekommen und einmal angreifen können. Da haben wir das Duell gewonnen. Okay. Und zieht für eine Karte. Du opferst 2 Monster. Okay. Was kommt da raus? Okay. Ein Monster, was verdeckt ist. Schauen wir mal. Doch, wir haben Rakiki. Spielen wir doch einfach auch mal. Tja, Gong. Dann der ganze Monster auch weg. Ja. Und du kannst auch nicht angreifen. Jetzt müssen wir noch ein Monster kriegen. Dann können wir einmal angreifen. Müssen wir ganz fest ins Herz der Karten glauben, dass wir ein Monster bekommen. Und? Er kriegt doch mal Friedensbote. Okay, Gong. Was bringt dir es, Friedensbote zu spielen? Kettenbumerang. Ja, ist in Ordnung. Können wir machen. Und wenden und Zug. So, zahlst du jetzt 100 Lebenspunkte? Das glaube ich eher weniger, oder? Gong? Und? Wirfst du die Karte ab? Ja, wirf die Karte ab. Was hat es dir jetzt gebracht, Gong? Gar nichts, ne? Was können wir aktivieren? Also, wir könnten Spielkraft einfach aktivieren. Zerstören die Karte einfach mal. Ah, sag kurz nein. Und weg ist sie. Tja, Gong, damit hast du nicht besser. Schon wieder Friedensbote. Du hast 3-mal Friedensbote? Okay. Zeitmaschine. Ja, bringt uns zwar auch nicht viel, wir kriegen kein Monster. Ihr müsst ganz fest ans Herz der Karten glauben. Denn wenn wir auch Monster bekommen, würde ich mal sagen. Und was macht er? Wirft die eine Karte ins Deck rein und zieht sie wieder in die Karte. Okay. Und? Meine Fallen der Zauberkarte. Ja, bekommt aber auch keine Monster. Das ist gut für uns. Oh, wir haben hier unser Insekt bekommen. Können wir einmal mal legen? Jetzt müssen wir schauen. Können wir angreifen und gegen Gong das Duell gewinnen? Und wir greifen an. Und? Gewinnen wir? Sollen wir kurz nein? Nein. Er hat auch Ruf der Gejagten. Okay. Was können wir aktivieren? Kettenbumerang. Nee, sagen wir kurz nein. Okay. Oh, der geht aber in Verteidigungsposition, oder? Sagen kurz nein. Er geht in Verteidigungsposition. Das ist jetzt nicht gut. Das ist jetzt überhaupt nicht gut. Ja, gut. Okay, dann aktivieren wir mal. Können wir was aktivieren? Kettenbumerang könnten wir aktivieren. Wir könnten selbst Friedensbrut aktivieren. Er kann ja, glaube ich, auch nicht angreifen. So. Okay, und sagen kurz nein. Und wir beenden den Zug. Okay, Gong, das hast du gar nicht so schlecht gemacht gehabt. Du hast ja so deinen super starken, wie heißt der? Samurai großer Binikai. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, was macht der? Sagen kurz nein. Du bist in Verteidigungsposition. Ja, wir sagen, was kriegen wir denn hier? Also, wenn wir aktivieren einfach mal Kettenbumerang.
Setzen darauf. Sind meine stärker? Sagen kurz nein. Okay. Und? Oh, wir kriegen 300 Schaden. Aber wir haben eine Zeitmaschine, haben wir, ne? Ja, aktivieren wir einfach mal. Kriegen unser Insekt einfach wieder. Unser, ja. Okay, und den können wir blocken. Okay, er kann damit den Karte auf die angreifen. Okay, nicht schlecht. So, Herzerkarten. Gib uns am besten Flip-Pinguin. Und gepanzte Biene. Ja, es bringt zwar uns auch nicht viel. Jetzt haben wir auch immer 100. Ja, was machen wir denn? Er hat ja nur eine Verteidigungsposition, ne? Warum hat er jetzt 500 ATK? Okay, durch die Karte. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir gehen mal da in Verteidigungsposition. Und die setzen wir auch mal verdeckt an. Okay, haben wir einen Bandenmeeranzug. Ah, schade. Wir kommen leider nicht an Gong ran. Er hat, wie gesagt, nur noch 15 Lebenspunkte. Durch seine super starken Samurai, Enikai, kann er sich nicht verteidigen, einfach. Die Karte blocken wir natürlich wieder. Und geblockt. Sehr schön. Okay, so, Herzekarten. Gib uns ein Monster, wo wir irgendwie mit guter arbeiten können. Sprengkugel. Ja. Guck mal, wir sagen einmal ja, dann setzen wir Sprengkugel. Verdeckt einfach. Und wenn er Sprengkugel angreift, dann kriegt er ja entsprechend Schaden. Wir sagen kurz, wir beenden den Unterzug. Genau. So, Gong. Greif an. Wie viel kannst du angreifen? Du wirst wieder eine Karte ins Deck. Ziehst du wieder eine Karte? Da sagen wir einfach mal nein. So, jetzt haftet sich die Sprengkugel an die Karte. Die Karte blocken wir einfach mal. So. Und wenn er keine... Oh, er opfert beide Karten. Okay. Was kommt da jetzt raus? Okay, super starke, großer Wendigkeit. Ah, die Karte schon wieder. Im Prinzip genau das gleiche. Hat er gut gemacht. Er hat die Sprengkugel im Prinzip gelöst. Ah ja, wir zahlen wieder 100. Und setzen unsere Karte wieder verdeckt. Okay, dann müssen wir den Anzug wieder beenden. Okay, ein sehr spannendes Duell, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das weiß sich ganz gut. Muss ich mal zugeben. Na, mit einer Karte, ne? Was ist das da? Okay. Wir sagen kurz nein. Und weg ist sie. Ah, ist kein Problem. Moment, es ist auch nur eine Karte. Zwangsübungsgerät. Okay, wir sagen einmal ja. So, das letzte Mal Zwangsübungsgerät. Genau. Und wenden wir den Zug einfach. Wir hätten die Karte ja blocken können. Also, wir werden jetzt die Karte blocken, außer wenn er jetzt noch ein Monster hat. Aber er hat Ruf der Gejagten. Das ist nicht gut. Nee. Okay. Wir beenden mal. Sagen kurz nein. Genau. Wollen nicht den Zug beenden. Noch nicht. So, er will angreifen. Das blocken wir einmal. Ja, den blocken wir. So. Okay. Sagen kurz nein. Er darf zweimal angreifen. Oh. Okay. Dann werden wir den Effekt einfach aktivieren und setzen seine Karte in die Hand wieder zurück. So, dann ist die Karte auch weg. Dann kann er die Karte wieder legen wahrscheinlich. Okay. Wir haben den schwarzen Anhänger. Wir sagen... Moment, wir sagen kurz nein. Opfern. Wir schmeißen Friedensbote ab. Flippen unsere Biene. Setzen doch den schwarzen Anhänger auf die Biene. Und es ist jetzt völlig egal. Selbst wenn wir die Biene verlieren würden, das heißt, wenn unsere Biene den Kampf verlieren würde, würde er 500 Schaden bekommen. Also, Moment. Ach, egal. Komm, wir greifen deinen komischen, superstarken Seelenschildmauer oder an, geben 900 Schaden und haben das Duell gewonnen. Gong, muss ganz ehrlich sagen, deine Verteidigung war einfach Spitzenklasse, Weltklasse. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Gut, liebe Freunde, ich bedanke mich erstmal wieder, dass ihr dabei wart. Gebt euch ein Video und Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr nicht mehr verpasst. Ich würde mich mega freuen und mich mega schützen. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr es nicht dabei seid, wenn es heißt, der Verlauf wurde. Jojo, dann bedanke ich mich erstmal und sag auf Wiedersehen. Ich habe gesehen, du warst noch nicht abonniert, aber los jetzt!